Getreu dem Motto Klingende Sprachen widmeten sich die diesjährigen Alpentöne in Obergogl dem Thema Mundart. Neben der musikalischen Auseinandersetzung stand heuer ein Vortrag über die Ötztaler Mundart am Programm, welches seit 2010 als immaterielles Kulturerbe der UNESCO gilt. Ja, also die Muttersprache ist die erste Sprache, die man erlernt. Das war im Ötztal oder ist im Ötztal auch noch immer der Dialekt. Also das ist die Familiensprache, die familiäre Sprache, die Sprachform, mit der man in der engeren, vertrauten Umgebung kommuniziert und die man sicherlich auch, wenn man vom Ötztal hinauskommt, nicht ablegt. Aus allen unseren Sprachregionen in Österreich erkennt man sofort, du bist der Tiroler, du bist ein Wiener oder ein Oberösterreicher. Innerhalb Tirols haben natürlich die Tiroler ein feines Gehör und hören dann auch sofort, das ist ein Zillertaler oder ein Ötztaler heraus. Und wie ich heute feststellen konnte, die Ötztaler untereinander können sich auch sehr gut unterscheiden, aus welcher Ortschaft die einzelnen Herrschaften kommen. Dass hier so beharrlich sozusagen diese Lautverhältnisse, diese alten Lautverhältnisse bis heute zumindest bemerkt werden, auch wenn sie vielleicht nicht mehr im täglichen Gebrauch vorhanden sind, finde ich schon sehr bemerkenswert. Und das war ja auch mit ausschlaggebend, dass diese altertümliche Sprachform, die noch dazu so gut dokumentiert ist, in der umfangreichen Arbeit von Eberhard Kranzmeier den Antrag zur Erhebung zum immateriellen kulturellen Erbe, dem auch stattgegeben wurde. Wälder kann jeder singt, als ist der Welt etwas. Genossen muss als Grenze hier, was wünscht und was man kann. Wenn er jeder Welt hat, sehr gern Welt und hat ihn sehr. Denn wer ist doch aus Füße heller Herr? Und Farbers an der Ordnung schickt, das stand nicht welches Grau. Am allerdingsten durch mit Spaß, der Berg und Gott erlaubt. Und am Brunnen stieg ich doch als Glied, das liegt am Bus. Das Bürger mit Zerlüssel, das Geruch. Das Ötztalerische unterscheidet sich durch die modernen mittelbayerischen Dialekte durch seinen Silbenreichtum. Also die Ötztaler nehmen sich die Zeit, die Wörter ganz auszusprechen, sie verschlucken nichts. Bei ihnen heißt es noch gemochet, gebrennet, gekämmet und rennet und so weiter, während ja die modernen Dialekte rennt, gemocht und so weiter sagen. Auch bei den Hauptwörtern, Wiese zum Beispiel, beim Bache, beim Boche, auch diese auslautenden E sind hier noch voll erhalten, die in anderen Dialekten schon längst abgefallen sind. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele alte Wörter, die in den anderen Dialekten schon längst verschwunden sind oder die in den anderen Dialekten einen anderen Sinn angenommen haben. An alten Wörtern wäre, das ist auch nicht nur im Ötztal, sondern in anderen Tiroler Hochtälern und auch in konservativen Dialekten des Mittelbayerischen noch da, zum Beispiel der Finstock und der Erdtock. Nur die Ötztaler sagen eben nicht Erdtock oder Irder, sondern Eridock. Und das ist auch die Besonderheit, wieder den Silbenreichtum. Auch die alte Dreisilbigkeit hat sich hier erhalten. Ein Spezifikum des Ötztals ist der Samstag als Samstag, der wirklich im gesamten Ötztal noch zumindest in der Erinnerung da ist. Und das ist praktisch die Lautentsprechung für Mittelhochdeutsch Sambestag. Und hier hat die Ötztaler Mundart noch dieselben Verhältnisse, wie es in der Urkundensprache des 13. Jahrhunderts nachzulesen ist. Für die Forschung interessant ist natürlich, wie sich das Ötztalerische jetzt weiterentwickeln wird
auch in Anbetracht dessen, dass sie den Status eines immateriellen kulturellen Erbes angetreten sind. Wird die Ötztaler Mundart jetzt vermehrt gebraucht? Wird man sie sozusagen öffentlicher oder mehr in der Öffentlichkeit sprechen? Oder wird man sie weiter so in der Familie pflegen, auch den Kindern weitergeben, was ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist? Ja, und wird man sie im Tal und im Dorf selber auch dokumentieren, in der Form, wie sie jetzt gesprochen wird? Wird sich die Einstellung zum Dialekt innerhalb der Familien ändern oder gleich bleiben? Oder wird es dem Zug der Zeit entsprechend die Medien, der Tourismus, den Dialekt sozusagen immer mehr einer Verkehrsmundart anpassen? Dass die Beharrsamkeit, die über Jahrhunderte Kranzmayr festgestellt hat, also im 21. Jahrhundert, nicht mehr da sein kann, das steht außer Frage. Es ist jetzt nur die Frage, welche Dialektmerkmale sich im Tal halten werden, welche die Ötztaler selber für sich als wichtig empfinden und weiter pflegen werden. Und das ist auch für die Wissenschaft sehr interessant zu beobachten.